Eine phänomenale Leistung wurde gestern im Stadion der Freundschaft leider nur von den Fans geboten. Attacke auf die zweite Runde des DFB-Pokals. So lautete die Marschroute des FCE. Doch zumindest auf dem Feld wich die Euphorie der Ernüchterung bereits nach wenigen Minuten. Ja gut, ich denke, dass mit 0-1, wie das entsteht, darf nie so zum Eigentor kommen. An der Mittellinie nicht das so zulassen, wie es dann zugelassen worden ist. 2-0 auch, wir wehren den Ball ab, machen dummes Foul. Freistoß, klare Zuordnung, aber keine Zuordnung da. Dann ist natürlich schon mal die erste Euphorie weg, auf dem Platz. Dennoch auf der Tribüne war es nicht so. Die Fans haben alles gegeben, unfassbar. Bei so einem Ergebnis und bei so einer Art, wie wir dann gespielt haben, alle kommen. Viele kommen mit einer Erwartung, dürfen auch, oder mit einer Hoffnung. Und das konnten wir in keinster Weise erfüllen. Beim dritten Tor haben wir auf Abseits gespielt, beziehungsweise hatten das Gefühl, dass Abseits war. War aber kein Abseits. So, und dann gehst du in der Halbzeit, okay, nimmst dir nochmal 4 vor und kriegst du so 0-4. Wie du das dann kriegst, dann musst du von den ersten 4 Toren, darfst 1 nicht kriegen, 2 nicht kriegen und 4 nicht kriegen. Ja, dann ist das Spiel gelaufen. Diese kleinen Aktionen, die wir dann nach vorne hatten, haben dann nicht dazu geführt, zumindest mal einen Anschlusstreffer zu finden. Im Gegenteil, haben wir nach hinten weiterhin nicht mit der Sorgfalt und mit der Art und Weise verteidigt, wie man dann zu verteidigen hat. Aber unabhängig jetzt vom Gegner, so werden wir auch in der Liga keine Spiele gewinnen. Gewohnt ehrliche Worte von Coach Wollitz, denen auch Kapitän Borgmann nur beipflichten kann. Ich hatte auch grundsätzlich das Gefühl, dass wir versucht haben, aber wenn du in der zweiten Halbzeit noch 4 Dinger bekommst, dann darfst du das eigentlich gar nicht sagen. Das ist ein bisschen paradox. Woran das gerade liegt, ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir sind keine Mannschaft auf dem Platz, aber die Art und Weise, wie die Fans uns unterstützt haben, ist natürlich außergewöhnlich. Muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen unangenehm auch, weil ich finde, dass man nach so einer Leistung sich das eigentlich nicht verdient hat. Aber das zeigt den Verein und vielleicht auch ein Stück weit das, was wir letztes Jahr geleistet haben. Aber das, was letztes Jahr war, ist halt vergangen. Und ich glaube, da müssen wir erstmal im Kopf erstmal noch drüber im Klaren sein, dass es eine neue Saison ist und wir uns alles wieder ganz hart erarbeiten müssen. Und statt jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Ein denkbar gebrauchter Tag für die Energiekicker, die sich also auch von der überragenden Atmosphäre nur schwerlich trösten ließen. Auch das aufrichtige Mitgefühl eines ehemaligen Cottbusers wird da wohl kaum Balsam für die Seele darstellen können. Ja, ich hatte während des Spiels immer, ich weiß nicht, ob es bei, es stand schon 5 oder 6-0, aber ich hatte Gänsehaut tatsächlich auch auf der Bank. Bei dieser Stimmung unfassbar, wie die Energiefans ihre Mannschaft unterstützt haben, trotz des klaren Ergebnisses. Man sieht, der Zusammenhalt ist groß und ich weiß trotzdem, dass die Liga natürlich zählt am Ende. Ich wünsche dem Verein nichts sehnlicher als den Aufstieg. Trotzdem weiß ich auch um die Schwere der Aufgabe und ja, ich verfolge echt, so gut es geht, wirklich jedes Spiel, zumindest von den Ergebnissen her und bin da schon echt ganz ordentlich informiert. Und dieser Verein gehört in den bezahlten Fußball. Das hört man wahrscheinlich mal von allen Seiten, einfach auch mit der Kulisse, die hier vor Ort ist. Ja, es war schön, heute mal wieder zurückzukehren. Am Ende freue ich mich natürlich auch in erster Linie über den Sieg für uns. Am Ende war es schon sehr, sehr deutlich. Vielleicht mal ein oder zwei Tore zu viel. Das tat dann auch schon ein bisschen weh, auch ich sag mal, als Paderborner. Es war dann vielleicht 1-2 Tore zu viel und trotzdem war es für uns ein wichtiger Sieg. Und ab jetzt drücke ich Energie natürlich wieder die Daumen. Viel Zeit zum Trübsalblasen bleibt im FCE in jedem Falle nicht. Denn schon am Mittwoch geht es gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock in der Liga weiter. Dann gilt es, die schmerzlich gewonnenen Erkenntnisse wieder in positive Energie umzuwandeln. Also in diesem Spiel gab es sehr, sehr viele Erkenntnisse. Das habe ich auch der Mannschaft gerade mit auf den Weg gegeben im Kreis. Und jetzt werden wir sehen, ob wir aus diesen Erkenntnissen und das, was ich der Mannschaft gesagt habe, ob wir dann ab Mittwoch dann die Reaktion zeigen, obwohl Reaktion das falsche Wort ist, sondern erstmal das machen, wofür wir hier arbeiten, wofür wir hier spielen und wofür wir hier so eine tolle Unterstützung bekommen.